bei D66,585, bei M69,512, bei B67,516. Das ist der sechste Platz, 67,292% im Total. Dann sehen wir das Gesamtergebnis noch einmal, bevor jetzt hier das Siegerpaar der gestrigen Einlaufprüfung zu uns kommt. Das ist der neunjährige Hengst des Fliegertanz aus der Runde des Debito. Das ist Foundation. Mit dem Sattel sitzt der deutsche Meister des Jahres 2011, Nationenpreissieger von Aachen. Und wir herzlich willkommen heißen jetzt Matthias Alexander Hart. Der Sieger von gestern, das ist natürlich eigentlich total gemein, ihn so anzukündigen. Das gibt immer gleich so einen Leistungsdruck, aber damit müssen die hier umgehen können und das kann er. Das hat er schon ganz anders erfahren hier, der Matthias Alexander Rath. Foundation, ein Hengst, der auch bei der Familie Rath zu Hause, Rath-Linsenhoff zu Hause, auf dem Schafhof, auf der Deckstelle steht, dort als Deckhengst im Einsatz ist und zwar erfolgreich. Und parallel sportlich gefördert wird hier von Matthias. Gut, also da erste Diagonale, da muss man schon mal sagen, das ist natürlich gewaltig, ne? Das Bewegungspotenzial gewaltig. Schulterfreiheit, Wahnsinn. Und aber nicht nur vorne viel Vorderbein, sondern hinten wirklich auch sehr weit mit drunter schwingend. Was für ein Macho da vorne, wo die Kamera steht. Da guckt er nochmal schön rein, spitzt die Ohren. Das ist schon ein Darsteller. Ach. Das ist natürlich schon so ein bisschen Flugzeugfeeling, nehme ich an. Weicher Übergang, Schritt, okay. Ja, das ist jetzt hier nicht ganz, ganz einfach. Nebenan im großen Stadion wird offensichtlich gerade eine Siegerehrung gefeiert. Da ist Mords Remi Demi. Aber das scheint ihn überhaupt nicht zu kratzen. Ja, der Schritt ist qualitativ nicht das, was der Trab ist. Der Trab überragend. Beim Schritt würden wir uns doch deutlich mehr Raumgriff wünschen. Und da kommt jetzt beim Aufnehmen der Zügel doch Spannung auf. Der weiß natürlich. Achtung, Zügel aufnehmen heißt immer, es passiert irgendwas Neues. So, jetzt hat er, glaube ich, verstanden, es wird noch nicht Trab-Galopp gefordert, sondern wir bleiben noch im Schritt. Auch ein klein wenig geschummelt. Ne? Das machen die hier eigentlich fast durch die Bank heute alle noch, dass sie entweder ein Stück seitlich wegweichen oder hinten kreuzen teilweise. Ich meine, die rechtshalbe Rechtspirouette waren schöner kontrolliert als die erste Schrittpirouette. Das hat er gut gemanagt. Da hat er ihn vorher schön zurückgeholt. Da ist er noch so ein bisschen unausgegoren in den halben Pirouetten im Galopp. Etwas schneller unterwegs. Das war zumindest gestern so und bei der ersten heute. Wir gucken mal. Ja, das ist noch nicht ganz ausgereift. Ne? Da hat er noch nicht so ganz schön den Rhythmus. Da dreht er noch so ein bisschen flach. Also bei der Qualität des Galopps, die er mitbringt, muss er da ganz sicherlich natürlich noch weiter reifen und theoretisch von der Anlage her eigentlich uns neuner Pirouetten zeigen können. Ja, ich glaube, da ist Matthias noch etwas verhalten unterwegs. Geht hier kein Risiko ein.
schön, der Wechsel. Bisher auch wirklich sehr schön stabil in der Anlehnung. Na komm, da reitet man so ein bisschen mit, da muss er so ein Tick weit aktiver drunter springen. Zwischendurch. Ja, das Seitenbild ist natürlich echt cool, ne? Wirklich hinten drunter, jetzt da eben an der kurzen Seite, Genick oben, das war... Ja. Sehr schön, vorsichtig. Da hatten sie gestern so ein bisschen Übereifer im Spiel. Da hat er doch schon mal zeigen wollen, dass er auch schon Einer und Zweier kann, der Foundation. Jo, das ist natürlich ein Galoppsprung, da geht's Herz auf. Hammermäßig. Na komm, na komm. Ne? So ab und zu, der hat so einen tollen Grundgalopp, der hat den auch schon toll versammelt und so ganz manchmal kann er es noch nicht ganz konsequent halten. Das ist jetzt aber wirklich oberpingelig. Aber weil er eben diesen grandiosen Galopp hat, fällt es natürlich sofort auf, wenn er mal ein, zwei Galoppsprünge nicht wie so ein Adler nach oben schießt. Also ich glaube, da machen wir uns hier jetzt mal nichts vor. Das ist eine Veranlagung im Trab und Galopp. Da lecken wir uns alle die zehn Finger danach. Wunderbar, wunderbar. Ich meine, er auch heute schon viel sicherer, viel stabiler hier. Ich bin gespannt auf den Kommentar von Dr. Dietrich Plewa. Ja, es fällt etwas schwer, da bei verschiedenen Sachen nicht in Schwärmen zu geraten, denn da waren natürlich wirklich Höhepunkte, die sich aneinander reiten. Und jetzt erwarten Sie nicht, dass ich nur die Trabverstärkung erwähne, die wunderschön bergauf sind, vor allen Dingen in absolut korrektem Rahmen, mit guter Rahmenerweiterung, nahezu grenzenloser Schulterfreiheit. Die könnten vielleicht noch geschlossener sein, um 9,5 oder Ähnliches zu bekommen. Aber die sind dynamisch, die sind bergauf, die sind geschmeidig. Ein Höhepunkt der Aufgabe insgesamt war die Fähigkeit des Pferdes, auch schon wirklich versammelte Tempi zu zeigen. Das gilt für die Übergänge, das gilt für den versammelten Trab, das gilt insbesondere für den Galopp. Der im versammelten Galopp sehr schön auf dem Hinterbein, in gleichmäßigem Bergauf und in ganz gleichbleibendem Rhythmus in den ausdrucksvollen Verstärkungen bei großzügiger Schwungentfaltung. Trab wie Galopp sicherlich im allerobersten Bereich der Notengruppe, die ja bekanntlich von 0 bis 10 reicht. Dem Schritt zeigte das Pferd großen Fleiß, sehr gute Dehnungsbereitschaft, einen ansprechenden, wenn auch keinen sehr großzügigen Übertritt bei ganz korrektem Takt, überzeugend die versammelten Reprisen, sowohl die Schrittpüretten als auch der versammelte Schritt selbst, sehr taktsicher und erhaben. In der Galoppade imponiert das Pferd, wie schon von mir angesprochen, durch die Großzügigkeit des Raumgriffs, die Sicherheit des Takts und insbesondere durch den Versammlungsgrad, der insbesondere sich zeigte bei beiden Galopptraversalen in der ersten Pürette, die zweite war vielleicht so ein bisschen schnell im Ablauf und insbesondere unterliefen natürlich auch noch nicht mal irgendwelche technischen Fehler. Insgesamt eine runde Sache, nicht nur das, es war wirklich eine sehr, sehr gelungene, hochqualitätvolle Prüfung. Herzlichen Glückwunsch. Bevor wir auf die Ergebnisse von Matthias Alexander Rath und Foundation schauen, jetzt erst einmal die Bestätigung für das Ergebnis von Fit for Fun und Caroline Knie.